Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command, All New World, Zweiter Weltkrieg, mehr Spieler Alliierte. Holt sie rücken auf Damaskus vor. Nehmen sie es vielleicht. Tatsächlich. Naja, aber das war ja eh nur da, quasi um noch Zeit zu verschaffen. Sie kommen anscheinend noch nicht in die Hauptstadt rein. Istanbul kriegen sie jetzt auch. Hier mit ihrer schweren Artillerie könnte das so langsam auch reichen für die Befestigung. Ah, der Panzer fährt zurück. Das ist immer ein sehr schönes Zeichen. Ich kann nämlich gerade die südliche Front da wahrscheinlich noch eine ganze Ecke aushalten. Also vor allem Tschakow hier ist ja dann noch ein bisschen, oder Tschakiv, wie auch immer, noch ein bisschen was los. Halt jetzt vor allem vor Rostov. Gut. Verluste halten sich soweit in Grenzen. Ich die Gruppen in der Türkei rufen den Landaufsicht den Achsenmächten anzuschließen. Kann ich mir das Event eigentlich im Allgemeinen irgendwas sagt. In sowjetischer Kram ist es denn schon ernst? Ja, 72%. Wir müssen halt auch eigentlich sehen, dass Spanien niedergehalten wird, aber eins nach dem anderen. Also es konnte wirklich noch keiner rein, aber jetzt notfallmäßig irgendwie einen reinzupacken, ist, denke ich, übertrieben. Jetzt erstmal sehen, wie man die Verteidigung am besten plant. Und dazu wäre es gut, wenn man die ein oder andere Einheit endlich wieder hier gesund kriegen würde. Also du gehst mal eben nach Bagdad rein, dann... Ach genau, der muss noch gesund gemacht werden. 6, der hat 6, der hat noch einen ran, der ist gesund. Ich würde sagen, du deckst diesen Ort. Dann verteidigen wir uns hier so irgendwie. Muss ja noch schauen, aus welcher Richtung der gegnerische Angriff dann eigentlich hauptsächlich kommen wird. Ob hier rüber oder hier. Und wir kriegen ja noch ein paar US-Truppen. Das sollte auf jeden Fall eine Weile halten. Achso, ansonsten lange Zeit nichts los, dann sind wir hier drüben. So, du fährst jetzt erstmal zurück. Fährst den Ort. Ja, und der Rest. Mehr oder weniger da stehen, wobei ihr könnt vielleicht in die Oase gehen. Dann bleibt diese kleine britische Truppe einfach nur hier unten, damit Casablanca hält und Spanien nicht beitritt. Dann, wir hatten hier unten hier ein Schiff gesehen. Immer ein sinnvoller Spionagebericht, dann hätten die US-Schiffe gleich was zu tun. Hier haben wir auch ein U-Boot vor der Nase. Ist ja der Flugzeugträger im... ja, ist du. Hat er noch einmal Schaden gemacht. Naja, dann... ach, Zerstörer ist immer noch... vielleicht würde der ja hier tanken. Okay, ist gerade keiner da. Der ist erstmal weg. Na gut, lieber Zerstörer, schützt den Flugzeugträger ein bisschen. So, und unsere U-Boote, finde ich, dürfen hier nochmal kurz in London auftanken und dann wieder die Norwegen-Route angehen. Beziehungsweise das zweite U-Boot ist hier quasi noch neu auf der Norwegen-Route. Wenn da nichts los ist, kannst du auch eben Vollgas geben. Der muss ja nun definitiv noch einmal repariert werden. Dann haben wir hier angeblich, ja. Das hat alle wieder meilenweit weg. Hat auch noch nicht ganz die Reichweite. Nicht, dass wir hier so viel finden.
wahrscheinlich einen Zug drauf und im nächsten Zug verstecken sie sich dann in der Weite. Das ist der See und danach fahren sie wieder auf die Linie rauf. Solche Geschichten. Aber jetzt haben wir erfahren von einem Überseeschiff hier in der Gegend. Sollten wir uns doch mal angucken. Unsere eigenen Flieger da sind alle im Regen, das ist doof. Kann zumindest der Zerstörer mal gucken. Ist auch ein U-Boot mit dabei. Der Treffer. Kommen wir an das große Schiff ran. Ich weiß, der Flugzeugträger sollte eigentlich da verstärkt werden und alles, aber jetzt hat er offensichtlich eine neue Aufgabe. Davon abgesehen, halbwegs sicher zu sein. Ein Reifer, ich will ein Schlachtschiff den sogar sofort kriegen. Ja. Na, in solchen Fällen merkt man doch immer, wie sehr sich Spionage und Aufklärung als Technologie auch lohnen kann. Na gut, der Rest darf erstmal mehr oder weniger am Hafen noch stehen. Weil das ist nur ein leichter Kreuzer, du kannst mal leicht rausfahren. Ist nicht so schlimm, wenn dem was passiert. Ja, gut, dann. Die Briten, was sollen die jetzt eigentlich insgesamt machen? Ich habe jetzt in letzter Zeit irgendwie einen Fallschirmjäger gekauft im Winter und danach viel in Forschung gesteckt und so. Dann irgendjemanden nach Casablanca geschickt. Die brauchen vielleicht mal wieder eine einheitliche Strategie für das Jahr 1942, ob man jetzt die Forschung aufholt oder irgendwo landet. Und dann habe ich mich dazu entschieden, vielleicht erstmal 1942 Norwegen anzugreifen. Zumindest Teile Norwegens. Also auf jeden Fall diese Mine hier bei Trondheim, weil die bringt, wie auch die schwedischen Minen, 5 MPP pro Punkt. Wäre also schon ganz nett, die rauszukriegen. Gerade wo die jetzt auch hier mit Leningrad hier eine durchgehende Eisenbahn haben, da steigt der Ort dann Stärke 6 oder 8 oder irgend sowas in die Richtung. Das sind also schon mal 30, 40 MPP, die in der einen Mine liegen. Und hier nach Norwegen ist es ja auch ziemlich kompliziert, für die Achse Verstärkung zu bringen. Also sie haben die Eisenbahn gerade, aber wenn man das auf dem Weg irgendwo abschneidet. Deswegen würde ich hier eine kleine Operation setzen, die hier oben irgendwo die Eisenbahn abschneidet und dann vor allem mit Spezialeinheiten Trondheim runter belagert. Vielleicht holen wir uns doch den Ort. Und falls es sich, naja, womöglich anbietet, stärker zu landen, kann man ja auch versuchen, hier unten die Orte ein bisschen ins Visier zu nehmen, vielleicht sogar befreien. Nach Narvik, was ja sozusagen das Ziel mal hätte sein können, möchte ich jetzt nicht unbedingt, eher Trondheim und vielleicht da unten. Und dafür brauchen unsere Spezialeinheiten, schon Ewigkeiten in den Hafen rennen. So einen Verladehafen hier oben irgendwo. Und andererseits, sie haben theoretisch noch ein wenig Zeit. Die Spezialeinheiten müssen ja nicht zwangshaft einen Hafen erreichen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht werdet ihr doch noch irgendwann per Bahn verlegt. Natürlich noch mehrere Truppen. Auf jeden Fall ein Hauptquartier. Oh, der ist. Also am geeignetsten dafür wären natürlich diese Häfen hier. Ist aber echt eine Weile unterwegs. Heißt natürlich auch, wir bräuchten mittelfristig ein neues Hauptquartier, das hier einfach aufpasst, falls irgendwas passiert. Was dann heißt, kann die Forschung wohl, also muss hier noch einen Ticken rausschieben. Weil wenn wir den jetzt kaufen, ist er ja noch halbwegs da für dieses Jahr, um irgendwas zu machen. 98 Punkten kannst du nicht forschen. Aber noch 2 Marken. Ich meine, wir könnten sicherheitshalber noch einen in die Türkei schmeißen, damit nichts passiert. Naja, dann wird in nächster Zeit halt erst wieder geforscht bei den Briten und ich glaube, du musst wirklich per Bahn, aber noch nicht. Sonst nutzen wir die Zwischenzeit, um hier Einheiten wieder fitter zu machen. Aber dann demnächst wieder mehr forschen und Einheiten verstärken und so weiter und Operationen gegen Norwegen vorbereiten. Gut, machen wir nochmal eben die USA. Ist auch nichts Neues. War irgendwas fertig geworden?
2100 Punkte, also irgendwas ist definitiv fertig. Euer Job ist es eigentlich erstmal weiterhin Bomber zu kaufen, gern auch die strategischen. Oder Bomber, Flugzeuge, alles was dazugehört. Bomber wäre noch. So, das weiterentwickelte Flugzeug hätte dann wohl doch Priorität. Und vielleicht ein Flugzeug hier nach Süden legen. Falls irgendwer hier tatsächlich noch näher rankommt. Nur so, für den Fall der Fälle. Könnt ihr ja zumindest ein bisschen mithelfen, sofern es dann auch nicht gerade regnet. Okay, Westalliierten haben die Punkte durch, dann kommen wir zur Sowjetunion. Also, die drängen nach Volchow. Haben Artillerie, die haben Armeen, die haben Versorgung, also zumindest einige von denen. Haben einen schweren Panzer, der aber nichts. Naja, bräuchte mehr Upgrades eigentlich. Ich bin geneigt zu sagen, naja, dann hält halt noch irgendwer Volchow. Aber sonst sollen die das doch meinetwegen kriegen. Wir ziehen uns hier nach Tichwin zurück. Sumpf, da bin ich keine Verschanzung. Ja, oder sonst gehen wir dahinter und du kommst hier auch nochmal mit weg. Du kannst da gar nicht weg. Na komm, der hat eh nur eine Verschanzung. Nicht, dass sie den Ort nehmen und der dann stumpf eingekesselt ist. Dahin. Der hat ja nur eine Verschanzung. Das passt schon. Und du gehst sonst auch nach hinten. Drehen uns halt auch Tichwin. So, das hält alles. Dann hier. Noch lebt die Befestigung. Das ist sehr erfreulich. Vielleicht wird es auch mal Zeit, eine stärkere Einheit reinzuwechseln. Überlebt die Befestigung dann hier noch länger. Vielleicht noch weiterhin. Okay, dann können wir den jetzt nicht heilen. Ich nehme an, der wird das schon überstehen. Lass dir weiterhin vor allem die Fronteinheiten und ein Flieger, das ist auch gut. Wo sind eigentlich die ganzen feindlichen Panzer? Es müsste eigentlich einige geben. Hier sehe ich keinen einzigen. Das ist nur ein mechanisierter. Hier unten war einer, der ist weggefahren. Bisschen Angst, dass das demnächst an irgendeiner Front eine unschöne Überraschung gibt, wenn Panzer alle wechseln. Liebe Briten, nur so für den Fall der Fälle, besetzt mal Häfen. Du kommst hier ein bisschen mehr rüber. Du gehst in den Hafen. Es nur so, also die Panzer, die müssen ja irgendwo sein. Kann natürlich auch sein, dass hier unten was vorbereitet wird, um Spanien dann zu kriegen. Aber irgendwie gefällt mir das nicht so, wie es mir gerade allmählich auffällt, dass man so überhaupt gar keinen Panzer sieht. Das sind doch eigentlich Einheiten, die irgendwo vorne sein müssten. Naja gut, wir haben dich. Der soll vor allem hier unten hin, wo wir vielleicht lose offensiv werden können. Dass er demnächst ein bisschen aufklären kann. Und der Panzerzug kann hier einfach ein bisschen Land holen. Das ist ganz gut, da kann er auch mal ein bisschen mitscouten. Okay, in die Stadt dürfen wir nicht, aber... Nein, ein bisschen die Grenze geschoben. Jetzt wüsste man natürlich gerne, ob hier irgendwo was möglich wäre. Aber wir haben ja im nächsten Zug das Aufklärungsflugzeug. So, du solltest eigentlich eher mal verstärkt werden. Aber jetzt gab es keine. Ja, ein bisschen vorsichtig ran. Zernheit ist ja zum Beispiel schon fertig mit Infanterie 2. Kurs. Ganz vorsichtig. Wenn wir ja ein bisschen die Linie nach vorne schieben. Mal gucken, was da ist. Vielleicht dahin. Ja, Werte sind in Ordnung. Ich glaube, ein zweites Akku braucht mir hier auf Dauer. Mal sehen, was da drüben ist. Kannst natürlich noch verstärkt werden. Ich bin am überlegen, das 2-2 mitzunehmen. Weil das ist eigentlich ein guter Tausch, weil unsere Armeen viel günstiger sind. Oder hier ist sogar ein 2-1. Das
Okay, das können wir mal versuchen mitzunehmen. Oh, das war ganz ordentlich. Wir versorgen 5. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 9. Oder 10, 9, 8, 7, 6. Da ist Dnipropetrovsk noch nicht bei voller Stärke, aber das gehört ihm doch eigentlich schon eine Weile. Und da steht zumindest kein HQ drin. Wahrscheinlich steht es in Poltava dann eins. Oder es wird irgendwie mit Doppel-HQs gearbeitet. Wie auch immer, wir haben das Flugzeug. Wir schauen im nächsten Zug, was los ist. Ja, du wirst noch verstärkt. Du fährst ja auch mal weiter weg. Müssten hier vielleicht noch irgendwas hinbringen. Wenigstens ein Chor. Ansonsten würde ich auch gerne hier unsere Angriffsfront ein bisschen verstärken. Da kann nebenbei noch der Ort gedeckt werden. Also wir brauchen hier dringend mal ein zweites Hauptquartier. Die haben eigentlich auch noch genügend, um das im Moment zu halten. Gut, aber irgendwer, der schon mal die hinteren Befestigungen besetzt, kriegt ihr dafür ein. Überlegen. Festigung kriegen noch Luftabwehr. Die haben zwar Artillerie da, um das alles in Stücke zu schießen, aber nur so, falls die Flugzeuge helfen sollen. Apropos, Flugzeuge haben wir auch fast keine gesehen im Zug. Den Eindruck, da braut sich was zusammen. Na, und wenn so jetzt mal, wenn so ein Flugzeugträger spottet, dann hat schnell all seine Flugzeuge futsch. Strategische Bomber wird wahrscheinlich drauf. Nee, er hat nicht die Reichweite. Okay, ich glaube, dann sind aber Flieger von so einem Flugzeugträger billiger. Nur mal eben wissen, ob hier jetzt riesig irgendwas rumsteht. Ja, klar, dass die ihn alle abschießen. Hier hält sich das in Grenzen. Okay, riskiere mal, dass der auch fliegt. Ah, direkt in einen Abfangjäger rein. Zumindest noch überlebt. Nö, hier, das kann natürlich sein, dass jetzt exakt im Kriegsnebel irgendwas ist, aber hier ist eigentlich erstmal nichts Spannendes. Da bleibt die große Frage. Kann natürlich auch sein, dass die Flugzeuge alle nur getaggt oder geupgradet wurden oder so. Das ist das Gleiche. In dem Sinne. Oder einmal verstärkt wurden, das. Ja, aber es ist schon merkwürdig, dass die Panzer offensichtlich nicht da sind. Ist nur von einem, der hier weggefahren ist. Und das anscheinend die Bomber. Kann auch sein, dass die Panzer nur ein Upgrade bekommen haben. Man weiß es halt nicht. Naja. Und wenn sie uns ankamen, die werden schon früher oder später wieder alle auftauchen. 75 gibt es nichts. Die sind also am Forschungslimit. War die auch schon am. Noch Marken. Ihr könntet theoretisch auch mithelfen auf Nummer sicher. In der Türkei nichts passiert. Forschung wollen wir gerade kaufen. Und wir könnten jetzt noch zwei Kurs, aber wir haben keins mehr auf der Liste. Befehlshaber, wenn die jetzt gerade so knapp sind. Ich kaufe auch ganz gern schon mechanisierte, weil die sind mit zwei Infanteriewaffen halt fertig und zwei Angriffen. Oder Panzer, ich meine, es fehlen so viele. So viel zur Auswahl und eine Stoßarmee. Komm, na. Wann haben wir die Mobilität? Dauert noch. Oder ganz stumpf Armeen sonst. Einfach Masse noch ein bisschen. Und meinetwegen eine Luftabwehr. Kann man vielleicht auch mal gebrauchen. So, dann sind alle pleite. Die werden hier demnächst verstärkt. Nehmen Position ein. Da kommen ja noch irgendwann US-Einheiten vorbei. Fragen uns, wo die deutschen Panzer und Flugzeuge sind. Ob die hier irgendwas Unschönes vorbereiten. Oder die normal verstärkt und geupgradet wurden. Und die Briten sollten generell eigentlich mal alles wieder verstärken und forschen. Und gleichzeitig eine Operation gegen Trondheim vorbereiten. Wo wir auf jeden Fall die beiden Spezialeinheiten haben. Das Hauptquartier. Und dann nochmal gucken, wer dazu stößt. Aber ich würde sagen, wir können den Zug beenden.
Und der großen Panzerverbände, die beide Fraktionen und der Ostfront aufstellen können, ist der Ruf nach dedizierten Panzerabwehrwaffen laut geworden. Können wir machen, ja. Ah, die sibirischen Truppen, das ist gut. Da haben wir jetzt auch schon mal ein paar neue Hauptquartiere. Und auch neue Stoßarmeen und neue Panzer. Entwickelt das Flugzeug für die Briten, okay. Ah, Infanterie 2 für die USA. Abwehr 1, sehr schön, dann können taugen deren Einheiten gleich schon viel mehr. Auch der Infanteriekrieg, ja, US-Infanteristen gleich schon viel besser. Und die Sowjets, ja. Gleich mit den Panzerabwehrwaffen kann man die gleich upgraden. Und jetzt auch mit Fortschritten in der Mobilität und Luftabwehr. Das waren ganz nette Forschungen. Naja, gut, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.